Hallo zusammen, willkommen zu Folge 9 von Let's Play Deponia Doomsday. Wir haben gerade eine Elefantenfalle gestellt. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass der Elefant auch reintappt. Wie wir das machen, ist mir noch nicht ganz klar. Eine Sache, die ich jedenfalls gerade verändert habe, ist, dass ich Untertitel angemacht habe. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Genau. Und vielleicht sagt ihr mir einfach, ob ihr das besser findet oder schlechter findet mit Untertiteln. Ich dachte, wenn man vielleicht mitlesen kann, hilft das. Und? Nochmal mache ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Und während ich in aller Ruhe Toni holen gehe, zu schnapp, Rüssel ab. Wird schon schief gehen, was? Und wie? Die Falle ist gestellt. Genau, Toni holen, das machen wir. Mann auf Position und dann, ich möchte. So, das kennen wir alles schon. Möge Tetanus uns. Mal wieder das Übliche. Die haben wir jetzt alle wieder alles vergessen. Auch mein Großwildjäger-Diplom und die ganzen Faulobstlegen-Spiele und so weiter. Nein, ich will nicht mit dir reden. Kürbislaterne. So viel Zeit muss sein. Genau, ich möchte direkt zu Toni. Jetzt kommt wieder hier der Kram. Mit Lotti, der Guten. Aber auch das ist uns egal. Das Einzige, was uns interessiert, ist, ob der Dart-Wettbewerb klappt. Und. Tja, leider daneben. Und weil ich es brauchen könnte, nehme ich den Kram hier mit. Schadet ja nichts. Was ich hoffe, dass ich den ganzen Rest nicht nochmal machen muss. Schnutzelbärchi. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute das kennen wir ja alles schon. Das kennen wir alles schon lange. Drum überspringen wir das jetzt einfach. Diesmal erfreuen sich deine Gläser. Diesmal, das kennen wir auch schon alles. Genau, bla bla bla, viel besser. Sie ist schon wieder so ein bisschen angesäuert. Aber diesmal ist ja wirklich alles gut. Dieser Elefant kann doch jetzt hier nichts mehr tun. Also zur Kreuzung und dann zum Ballon. Toni, nein! Nicht den Elefanten freilassen! Was? Er ist ein niederträchtiges, pinkfarbenes Ungeheuer. Das sieht aber nicht sehr nach Elefant aus. Mehr so nach Schwiegermutter oder sowas. Schau dir deinen Elefanten mal genau an, Rufus. Und? Fällt dir etwas auf? Mir fällt auf, dass der Konstrukteur der Falle ein Genie gewesen sein muss. Ich meine am Elefanten. Ach, jetzt sehe ich's auch. Er ähnelt einer drexikanischen Pinata. Meinst du, es fallen Leckereien heraus, wenn ich dagegen schlage? Tatsache, alles voll. Aber Moment mal, diese Bonbons kenne ich doch. Sind das nicht dieselben, die deine Mutter immer lutscht? Das ist gar kein Elefant, sondern deine Mutter. Was du nicht sagst. Nicht zu hart zuschlagen, okay? Warte kurz. Ey, aber Moment mal, hey, sie wollte die Gläser kaputt machen. So, du hast genau einen Satz. Das war eine Verwechslung. Ich hatte mit einem fetten rosa Elefanten gerechnet. Und, naja, schau doch selbst. Und das war dein Satz? Das war mein Satz. Toni? Du hast vergessen, mir das Nasenbein zu brechen. Zack, kaputt. Weinen, lachen, vergeben, das ganze Zeug. Toni? Und außerdem wollte die Gläser kaputt machen. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde meinen kleinen Fauxpas absolut nachvollziehbar. Und außerdem wollte die Gläser kaputt machen. Was ist passiert? Keine Panik, ich habe alles im Griff. Es sieht aber nicht danach aus. Wenn überhaupt, scheint mir deine Freundin noch wütender als zuvor. Ich sagte, ich habe das im Griff, okay? Aber die Zeitlinie.
Scheiß auf deine dämliche Zeitlinie. Ich hab hier echte Probleme. In der echten Welt. Okay, Gammelgalf? Das muss ein Albtraum sein. Gammelgalf? Vielleicht mache ich die Untertitel doch wieder aus, weil dann sind solche Sachen wie Gammelgalf lustiger, wenn man sie nicht vorher liest. Vergiss es, Paps. Nichts, was du sagst, könnte mich umstimmen. Das hat deine Mutter damals auch gesagt. Die Worte frische Kekse haben es schließlich getan. Klopfe die Klopf? Hey, Rufus. Hallo, Bernhard. Wie schlimm ist es diesmal? 9,8, würde ich sagen. Mach eine Runde 10 draus. Du sprichst noch mit mir. So schlimm kann es also gar nicht sein. Das hier. Immerhin sind die Gläser noch heil. Wie jetzt? Zählt das denn gar nicht? Warum habe ich mich denn dann so angestrengt, sie nicht kaputt zu machen? Frische Kekse? Frische Kekse! Es klappt nicht! Warum klappt es nicht? Keine Ahnung. Hast du Würfelzucker dabei? Du musst zugeben, deine Mutter sieht einem rosa Elefanten schon ziemlich ähnlich. Du, Rufus... Vielleicht gibst du ihr noch einen Moment. Keine Panik, ich mach das schon. Na los, schrei mich ruhig an. Dann haben wir es hinter uns. Rufus, du bist so ein Idiot. Aber ein gut aussehender Idiot, dem ich nichts übel nehmen kann. Ach komm schon, Pony. Wollen wir uns wieder vertragen? Hm? Was denn? Nicht mal ein kleiner Grunzlaut? Okay. Es tut mir leid. Da, ich hab's gesagt. Zufrieden? Du checkst es einfach nicht, oder? Du kannst nicht ständig alle Zelte abbrennen und trotzdem hoffen, dass es so bleibt wie immer. Irgendwann ist Schluss. Und dieser Augenblick ist jetzt. Aber darum geht's doch. Alles ist bereit. Wir können endlich nach Elysium, zu neuen Ufern. Das ist kein neues Ufer. Das ist dasselbe dämliche Ufer wie beim letzten Mal. Und bei dem davor. Und am Ende... wird es sich als Sackgasse herausstellen. Und da liegst du eben falsch. Zufällig weiß ich genau, dass ich es schaffen werde. Ich hab's nämlich gesehen, jawohl. Aber nicht mit dir. Oh nein. Ich werde eine Elysianerin kennenlernen. Eine, die mich versteht. Rufus? Tja, da guckst du, was? Diesmal mache nämlich ich Schluss. So, such dir einen anderen Idioten, der dich und dein Gemecker aushalten muss. Du hast mich ausgehalten? Oh, oh. Genau. Aber meine Geduld ist am Ende. Du hast mich ausgehalten? Toni, beruhig dich. Das ist eine Katastrophe. Entspann dich. Toni hatte schon immer diese Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Drehen wir halt nochmal die Zeit zurück. Ja, natürlich. Oder, weißt du was? Wir lassen es einfach. Das Chrono-Car. Was haben wir getan? Wir haben den Lauf der Geschichte unwiderruflich verändert. Beruhig dich mal. Toni wäre auch so nicht mitgekommen. In meiner Vision verlief der Streit ganz ähnlich. Bis auf ein, zwei unbedeutende Details vielleicht. Was? Aber... Außerdem willst du eh nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Glaub mir. Bei Licht besehen war es eine ziemlich dämliche Geschichte. Hatte nicht mal ein Happy End. Genau. Aber wir waren uns doch einig, dass diese Vision nur ein Traum gewesen sein kann. Wieso? Weil es unmöglich ist, sich an Geschehnisse aus der Zukunft zu erinnern? Das... Oh! Genau! Ich wette, all das hier ist schon einmal passiert. Meine Pläne, nach Elysium zu kommen, der Streit mit Toni und dass ich die Welt gerettet habe. Du hast was? Die Welt gerettet? Noch nicht. Und ob ich es wieder mache, überlege ich mir noch. Ach du liebes Lottchen. Wie kann ich nur so dumm gewesen sein? Genau. Denk über deine Fehler nach. Ich gehe derweil nach Elysium. Diesmal lasse ich mir mein Happy End nicht nehmen. Ach so. Ja, diesmal ist auch Toni schuld, dass hier alles kaputt gegangen ist. Was sagst du denn jetzt dazu? Hallo? Toni? Da sagt sie nichts mehr, ha? Huh?
Nilbot ist Nilbot, Kronokar ist Kronokar, ein Trümmerteil. Das packen wir mal ein. Moment mal, das ist ja Feuer. Haha, endlich. Das ist doch das Einzige, hoffe, was die ganze Zeit gefehlt hat. Mit Chronicle, erzähl mir nochmal was. Jetzt bin ich der Tod geworden. Zerstörer der Welten. Wurde ja auch Zeit, dass ich diesen Spitznamen mal loswerde. Nee, das ist doch ein Spruch von irgendeinem Philosophen oder sowas. Hm. Das heißt, wir feuern doch jetzt hier einfach an, oder? Denke ich mal. Und auf geht's! Elysium, ich komme! Was denn beim letzten Mal passiert, als er den Ballon benutzt hat? Was machst du? Rufus, du Pestbeule! Willst du mich umbringen? Das ist zwar Plan B, aber wir können gerne eine Phase überspringen. Na warte, du hast Toni das letzte Mal gesehen. Ich werde ihr verbieten, dich noch einmal zu treffen. Nur zu, ich bin eh durch mit ihr. Wie mit überhaupt allem hier. Jetzt musst du nur noch loslassen. Bist du wahnsinnig? Ich brech mir alle Knochen. Bei deinen Speckpolstern? Unwahrscheinlich. Ja, was? Mehr Power! Schneide das Seil durch! Endgegner! Jetzt wird's knifflig! Lass los! Nur über deine Leiche! Und nun Ankerlichten! Macht's gut, du Furie! Moment mal, brennt da etwa der Ballon? Was sagst du? Ich sag dir nicht! Ich kann dich nicht hören! Der Ballon brennt, du Fluffball! Der Ballon brennt. Rufus! Wo ist der hin? Haltet ihn! Zu den Fackeln, Männer! Oh, oh, die haben ja vielleicht eine Scheißlaune. Zu den Fackeln? Lieber, dass ich mehr komme. Ich glaube, zu den Fackeln ist gerade die falsche Einstellung. Ich hau mal besser ab, ne? Ja. Tüdelü! Hey! Fürchte dich nicht, Rufus. Wir kommen in Frieden. Ach ja? Warum terrorisiert ihr mich dann ständig? Es muss alles so passieren, wie es schon einmal passiert ist. Nee, das könnt ihr voll vergessen. Und überhaupt, was soll dieser dämliche Aufzug? Wir haben eine Form gewählt, die dein menschlicher Verstand begreifen kann. Was Verstand angeht, seid ihr offenbar keine Experten. Siehst du, ich hab doch gesagt, dass das mit dem Kostüm eine Fluffnex-Idee ist. Nur weil du ständig aus der Rolle fällst. Wir können ja tauschen. Du wirst mit Sicherheit der bessere Elefantenschischnox. Hallo! Ich unterbreche ja nur ungern. Aber ich muss dringend nach Elysium. Nein, das darf nie passieren. Alles muss so bleiben, wie es immer war. Du meinst, wie es schon immer gewesen sein werden würde. Wie es schon immer gewesen sein... Gute Reise, Dumbo und Elefant. Das hat ganz schön viel Sprungkraft, diese Klappe. Der Elefant, ich meine, der Zeitreisende. Er ist wieder hier. Ah, er musste schon wieder los. Dann muss er etwas zurückgelassen haben. Meine Messwerte sind eindeutig, als hätte sich ein Tor geöffnet. Ich glaube, wir verschwinden mal lieber. Klingt super. Ich hoffe, es hat eine Zugbrücke und Pechnasen auf den Zinnen. Was zum Willi? Tja, da staunt Professor Ziegenbart, was? Das nenne ich mal eine Zeitmaschine. Und wie sauber sie eingeparkt wurde. Lass bitte dein Geodreieck stecken, bis wir den Lynchmob abgeschüttelt haben. Schweren Herzens. Moment, UFO, aber sauber eingepackt. Na, von wegen. Kann das wirklich eine Zeitmaschine sein? Es sieht zumindest nach einem Gerät aus, mit dem man einen Neuanfang starten könnte. A new beginning, sozusagen. Was? Ich dachte, jetzt kommt hier, nein, auf was spielt das denn jetzt gerade an? Ich dachte Star Wars, aber das war nicht Star Wars. Wow, das sieht kompliziert aus.
Durch die Zeit zu reisen ist eben nicht dasselbe wie Sicherung zu wechseln. Ha! Wo wir hingehen, brauchen wir keine Sicherung. Weißt du, wie man das Zeug einschaltet? Himmel, nein! Dafür wären theoretisch monatelange Analysen vonnöten. Theoretisch. Dies, lieber McChronicle, hingegen ist die Praxis. Schau zu und lerne. Genau. Wir haben McChronicle, wir haben einen Knopf. Drücken wir McChronicle oder drücken wir den Knopf? Ha, das war ja schon fast zu leicht. Elysium? Das ist doch Elysium. Endlich ist das Glück mal auf meiner Seite. Bleibt nur zu hoffen, dass man hiermit das Reiseziel einstellt und nicht das Ziel für die Tachyon-Torpedos. Genau. Das scheint nicht wirklich was zu verändern. Auch das nicht. Naja, egal. Elysium war eh das Ziel. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich weiß ich das. Ich rate. Und jetzt volle Kraft voraus. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. And again. Das ist Elysium. Ich habe es tatsächlich geschafft. Den Anzeigen zufolge ist es ein zukünftiges Elysium. Ach, welches Elysium ist doch vollkommen wurscht. Ich kenne ja hier eh keinen. Obwohl, da war diese Frau in meiner Vision. Wie weit in der Zukunft sind wir? Schwer zu sagen. Ein Jahr, zwei maximal. Sehr gut. Dann dürfte ihre Haut ja noch nicht den labbrigen Falten unterhalten. Ist du bist so ein Arschloch. Aber nicht doch. Momentan sorge ich mich, ob ich noch einen guten Platz am Pool bekomme. Was? Wir können doch nicht einfach... Falsch. Du kannst nicht. Ich kann. Und ich werde. Viel Spaß beim Knöpfchen drehen, du Blindfisch. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich ahne... Warte mal, war das in den letzten... Teilen war das doch erklärt. Ich habe schon wieder vergessen, ehrlich gesagt, weil es schon wieder so lange her ist, aber Argus sieht ja aus wie Rufus und war sein Klon. Und da gab es diese Klonerei und so, aber kann das sein, dass das in der Zukunft hier passiert? Na, vielleicht mache ich gerade zu viel Unsinn. Egal. Schauen wir mal, was es hier gibt. Enterkart. Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Boah, das wollen wir. Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Aber sowas von. Abstellkammer, Tür links. Schauen wir uns erstmal unseren neuen Planeten an, unsere neue Heimat an.